Ein bisschen. We have a little bit lucky. Hallo, kommst du mal runter? Komm mal runter, ey. Ey, komm mal runter, Mann. Alter. Ja, guck mal hier, der tut nur seine MeToo's scheißen und dann war's das. Jetzt kommt er runter. Aber nicht... Komm mal auf den Teppich. Bleib mal auf dem Teppich. Hör mal. Schon ein bisschen scheiße. Gucken, ob hier Magnet Man. Guck mal, jetzt sind die Augen wieder weg gewesen gerade. Hm? Nee. Da wieder. Ach, da. Oh Mann, kann der mal mit der Kacke aufhören? Das ist echt langweilig. Lame. Der verträgt ganz schön viel. Nee, der verträgt nicht viel, ich treffe den. Das Kreuz hast du doch schon ein paar Mal Leben! War mal so frei und hab mir das geholt. Und die oh, Energy! Holen. Monster Drink. Drones to me. Ich glaube, ich loote die kleinen Meat-Hools mal noch ein bisschen. Das verschwindet? Ja, nach einer Zeit. Das ist echt, also... Nicht nett. Vielleicht kommt ja gleich noch mehr Energy. Ja, deswegen... Ich mehr Energy, ein bisschen auf die drauf. Er macht ja gerade nicht so viel, da kann man das ja mal ausnutzen. Jo. I should be so lucky. Lucky, 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 lucky. I should be so lucky, Luke. Ja, genau, das habe ich auch immer gesungen. Da vorne links. Ja. Unter die Theke. Wo war das denn? Das weiß ich jetzt. Das ist im gleichen Lied. Das gleiche Lied. Unter die Theke. Nur ein paar Zeilen später. Da vorne links. Und dann sagt sie, unter die Theke. Tunter die Ecke. Ja, genau. Oh, das ist echt unfassbar, was ihr da für eine Scheiße gerade fabriziert, ne? Wir oder er? Nee, er hier. Hallo? Ich dachte auch in wir. Ja. Das ist unfassbar, was ihr da für eine Scheiße fabriziert. Ich meine, ist es ja auch. Du hast ja recht, aber... Ja. Wir stehen halt dazu. Und du kannst ja nicht, was willst du tun? Sanostol. Ja, stimmt. Ja, jetzt hast du es. Jetzt kannst du den Tod machen, komm. Der Todmacher. Tachinwot. Ich komme ja nicht dran, ich versuch's ja zwischendurch schon immer. Das musst du doch treffen, wenn du da jetzt gerade da warst. Ja, war ich ja auch, hab ich ja. Ja, das siehst du mal. Guck mal. Da kommt noch einer, ey. Ja, da kannst du auch noch wieder Leben farmen. Das hab ich auch noch nicht mehr absichtlich gefarmt. Macht ja nichts, kannst ja unabsichtlich machen. Lass mich in Ruhe. Dave ist abgehauen. Ein Leben. Dave, bist du scheißen gegangen? Nein. Hast du Probleme? Also, ja, du sagst nichts mehr. Ja, ich bin auf einmal so still. Ja. Ich wurde gerade angeschrien. Angeschrien? Ja, ich wurde gerade angeschrien. Dave! Man kann dich schon treffen, wenn der auf dem Weg nach oben ist. Wüsste ich gar nicht. Das hätte ein Satz sein können, der eigentlich in meinem Video hätte reingepasst. Ja. Vor allem wie Dennis, oh, der ist schon irgendwie schön. Wie war's mit dem Dönermann nochmal? Warte mal. Wie fing denn das jetzt an? Genau, du hast so ganz erstaunt gesagt, boah, guck mal nach da unten. Und dann, ist das mein Dönermann ist das. Und sagt er, kennst du ihn also? Ja klar kenne ich den. Das ist so schön stumpf, hört sich das an. Das ist so super. So, wen haben wir denn hier genommen? Was haben wir genommen, das ist wohl eher die Frage. Wie haben wir ihn genommen? Ja, das auch. Hart. Nimm mich so, wie ich bin, knallhart. Genau. Ich nehme mal Magnet. Bist du knallhart, also aber nicht knallhart nehmen? Oh, scheiße, die Cartridge hat gerade wieder gesprungen. Nein, ja, das war... Jo, keine Ahnung, die Cartridge, die spackelt rum, ja. Hast du noch einen Energietank? Nein. Du hast zwei Leben. Oh, fünf Level! Ein Energieank. Du... Ja, das ist der vierte Ankteil. Du musst echt eine gute Taktik jetzt überlegen. Du hast fünf Versuche.
Das war der erste. Dieses war der erste Streich. Doch der zweite folgt zugleich. Hartmann, den hatten wir hier irgendwie noch nirgendwo, Mann. Den hatten wir Hardwick, irgendwie noch nirgendwo. Hallo. Was war das denn für ein Satz? Ey, macht euch nicht über mein Scheißhirn lustig. Nein. Scheißhirn. Oh. Ach, es gibt das Großhirn, es gibt das Kleine, es gibt das Scheißhirn. Das ist ja, genau. Speziell der Ort im Gehirn fürs Scheißen. Das ist das Scheiße. Das ist das Scheiße. Klingt wie so ein YouTube-Kacke-Ding. Das sieht aber gut aus, was du da machst. Ich glaube, du hast die richtige Waffe gefunden. Ja. War das schon der zweite? Ja. Mhm. Geil, sauber. Das ist ein Level. Es gibt einen Gegner, dessen man sich schämen muss. Nämlich Hartmann. Nee, Hartmann war ja gut. Hartmann. Aber das passte gerade vom Klang her so schön. So, jetzt muss ich gerade mal wieder Foto machen. Do it. Foto. Shake it, shake it. Jetzt muss ich gerade auf Follow machen. Shake it like a Polaroid picture. Hey, shake it, shake, 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 shake your booty, shake your booty. Oh, shake, shake, shake. So, jetzt können wir aber keine Nicht mehr holen. Jetzt kommt Spackenmann. Spackenmann. Mackenspann. Ja, gut. Ach, ich kann euch noch ein Video empfehlen. Fällt mir gerade ein. Ja, empfehlbar. Das war der Corvus LP, der Laszlo und der Blackie, die haben ein Video mit mir hochgeladen. Wo sie. Und interessanterweise sind sie genau auf die gleiche Idee gekommen, wie ich auch vor ein paar Tagen schon hatte, um was demnächst kommt. Und zwar haben die einfach beim YouTube-Video, gibt es ja die Untertitelfunktion. Und wenn du die anmachst, da kommen da teilweise sehr lustige Sachen bei rum. Und haben dann einfach mal einen Obscure-Part von mir genommen, haben die Untertitelfunktion eingeschaltet, haben das dann so ein bisschen dazu kommentiert. Was ich einfach, wie sie sich da kaputt lachen will, da so geile Sachen bei rumkommen. Okay. Und ich habe zum Beispiel eins von dem Dönes genommen, von dem Alex hatte ich eins, ja. Und ich werde wahrscheinlich mal so einen Zusammenschnitt davon machen. Mal gucken, von der Jule nehme ich bestimmt mal eins. Info-Video oder ist das ein Let's Play-Video? Jedes Video kannst du dann mitnehmen. Und Info-Video wäre es, glaube ich, auch interessant. Ja, das könnte ich auch noch machen. Mal gucken. Und ich habe noch ein anderes Video in der Pipeline. Bei der Jule könnten wir auch eins nehmen. Ja, gerne, gerne. Das berühmte Info-Video. Ja. Ah, oh, das ist gut. Was denn? Das wäre interessant, wenn das dann übersetzt. Durch den Rohling Umschlag. Aber das Geilste war, ich habe. Guck, was da in der Untertitel steht. Ja. Ich hab bei beim Dennis habe ich was war das denn? Ein Video von Spyro 3 genommen. Und es ging ohne Scheiß, ununterbrochen. Irgendwas war mit Christdemokraten, dann Al-Qaida kam drin vor. Das war so geil. Das war so geil. Mich würde ja die Stelle interessieren, wo er sagt, du verfickter Kackhurendrache, ob das so übersetzt wird. Obwohl, interessant, also, ihr habt das auch, als ich das gesehen habe bei dem Dingens, also die Untertitelfunktion kann auf jeden Fall nicht das Wort Dave. Kriegst du es nicht hin. Aha. Das fand ich traurig. Das gibt's einfach nicht. Nee. Was schreibt er denn, wenn der Dave erwähnt wird? Danach? Ich weiß es nicht. Nee, irgendwas ganz anderes, so ganz komische Sachen. Dave! Und auch kam irgendwie sehr oft das Wort Prozent vor, obwohl es kein einziges Mal gefallen ist. Aber auch nicht nur bei mir, auch bei Dennis war das irgendwie, kam immer Prozent. Das so dazwischen. Immer wenn es nicht erkennt wird, Prozent. Erkennt. Erkennt Prozent. Ja, ich war schon bei Prozent. Und, ja, egal. Scheiße. Der sieht aus wie genommen. So ein Zombie von Zelda. Sah der gerade aus wie so ein Katzenhasen-Zombie. Du bist auch so ein Katzenhasen-Zombie. Nee, bin ich nicht, aber die sahen so aus. Nee, okay, hab ich löbt. Nicht. Jule, das löbt, Jule. Komm, make it. Jule. Ja. Finish him. Fatality. Genau. Sub-Zero. Sonja. Ach ja. Ach, jetzt kommt wieder der Sprung des Todes, ja. Das kriegst du aber hin. Leap of Faith. Ja, der Leap of Faith, wie der Dönis hat. Ich hab grad Alex nicht verstanden. Ist auch nicht wichtig. Sechs Leben oder so, ne? Was? Du hast sechs Leben oder so, ne? Nee, kannst du doch mal im Tonfall sagen. Du hast sechs Leben oder so. Da hinten leuchtet was. Links. Und wieder links? Nein, wieder links. Links. Jetzt kommt. Ja. Bleib so. Sauber! Ja, war ja eigentlich voll easy. Ja, was regst du dich denn so auf? Da war ich online. Da kommt, glaube ich, gleich noch eine Stelle. Na, du hättest sie fast in die Irre geführt. Vielleicht kommen bestimmt wieder diese. Oh, die sind toll, ja.
So wie die Mülltonnen in der Clue 2, hier die Überwachungsmülltonnen. Ja, die Hauskitchen. Was für Hauskitchen? Ja, ich hab... Hausglitschen. Deine rausglitschen. Ich hab die rausgeglitscht, diese Stromteile da. Wie geht denn das? So, am, so irgendwie am Bildrand rumfriemeln und dann sind die irgendwann weg. Ja. Ich versuch's nochmal. Wohin geht er denn? Warte. Sehr cool, wenn das geht. Das, das ist ja mal geil. Kann man das mit Endgegnern auch machen? Leider nicht. Ach nee, da kannst du ja nicht aus dem Bildschirm raus. Ja, haben sie schon mitgedacht, glaube ich, deswegen. Ja, wahrscheinlich. Man kennt ja die Boss. Oh, ein Super Mario Rohr. Nee, doch nicht. Super Mario Land. Das ist, glaube ich, so ein Müll. Super Mario Land. Lass dir auch was liegen. Ja. Ja, tatsächlich. Ja, da war aber ab ist keine Energie. Ja, aber vielleicht kommt gleich. Kommt Energie. Da unendlich? Ja. Ja, ich würde warten, bis Energie kommt. Ich wäre jetzt so dreist. Ja, das weiß ich, dass du das wärst. Notfalls schneidest das einfach so hin, bis das dann nee, so kommt. Schnell vorspulen, so wie bei Tombi ja. Damals so. Quasi, ja. Das war geil, ne? Das war geil. Okay, das hat sich gelohnt. Vielleicht solltest du es lieber erst nehmen, wenn es ein großes ist. Oh, ich würde es nicht nehmen. Das klingt wie... Oh! Weißt du, wie das gerade klang? Oh! Da war die Gier zu groß. Ja, das klang gerade total wie bei so einer Adoptionsstelle. So. Was? Ich würde es erst nehmen, wenn es ein großes ist. Ich würde es nicht nehmen. Okay. Sehr schön. Ja, ne? Ja, manchmal hau ich sie raus. Das ist auch übrigens so ein ganz typischer Satz zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt, wenn die irgendwie wieder so ein Kind einkaufen. ich würde es erst nehmen, wenn es groß ist. Ja. Ach komm, einmal Mama noch. Irgendwie macht das Spaß, die wegzumachen. Ja, ist ja auch praktisch. Es spart eine Menge Ärger. Sagt der Arzt. Ja. Hey, das hat abgezogen. Hey! Hey! Das zieht aber echt gut ab, Julle. Hey, Mach es ordentlich. Doch. Das geht nicht. Man hat die Gesetze gebrochen. Julle. Jolle! Bam! You did it! Du did it! Komm, jetzt schaffst du den letzten auch noch. Dann hast du dein Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Achso, ich muss noch Foto machen. Wichtig. Foto? Oh, ich könnte mir noch einen Schee eintanken. Ah, das ist Schee. Das ist Tee. Ich muss mal gleich gucken. Ja, ob das machst. Auf YouTube. Ob es das gibt. Ich habe nämlich mal auf das Ding. Das ist so ein Radiosender bei uns hier. Ja, das kenne ich. Ja, super. Das Ding. Alles, was vom SWR. Ja, genau. Da kam mal vor 8-9 Jahren oder so. Wie viel Leben? Eins. Okay. Der Phönix, gelesen von Dirk Bach. Ich muss mal gucken, ob ich das auf YouTube finde, weil das finde ich voll cool. Der hat immer K und F vertauscht und irgendwie dann später kamen noch andere Buchstaben dazu. Das hat sich dann echt voll lustig angehört. Dann wäre zum Beispiel Ficken, Kiffen.